Einen schönen Gruß an alle von mir. Ich wollte heute unbedingt mal raus. Dann dachte ich, machst du mal eine Wanderung. Und da habe ich mir ausgesucht, den Paderborner Höhenweg zu gehen. Der ist ungefähr 21 Kilometer lang. Bin den auch schon öfters gegangen, aber auch der ist immer ganz schön, die Strecken wieder abzugehen. Ja, zwischendurch werde ich mir auch ein bisschen was zu essen machen. Das ist relativ spät, wie ich losgekommen bin, aber zur Sicherheit habe ich eine Stirnlampe mit. Ja, vorhin bin ich am Erdfall vorbeigekommen. Bei uns haben wir hier ein Karstgebirge und da passiert sowas öfters. Das ist wohl durchlöchert mit Höhlen. Und da kam das schon mal vor, dass sowas zusammengebrochen ist. Und das war einfach ein Loch in der Erde. Ja. Schön. Bin ich am sogenannten Eisernen Herrgott. Das ist ein beliebter Punkt, um Wanderungen zu starten. Ein großer Parkplatz hier. Da stehen noch ganz viele Autos. Um nochmal auf den Wanderweg hier zurückzukommen. Wie gesagt, das ist der Paderborner Höhenweg. Der wurde so vor, muss ich lügen, 3-4 Jahren, vielleicht auch 5 Jahre her, wurde er ins Leben gerufen. Wurde in der ersten Zeit auch öfters noch der Wegverlauf geändert. Und ist jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren, kurz bevor der Deutsche Wandertag in Paderborn war, das war 2015, wurde dieser Weg auch zertifiziert. Und zwar hier bei diesem Wanderbares Deutschland. Das hat man aber auch gemerkt. So einige Stellen, zeige ich euch auch noch, die wurden auch wirklich leider auf den Tourismus hin verändert, also die Leute mit Turnschuhen ihn schön gehen können. Ja. Naja, aber wie gesagt, das werdet ihr auch noch sehen. Aber hier oben die Felder und Wiesen und Wälder. Die sind schön. Thank you.
die denn eingeschmissen? Interessant. Ja, noch so kleine Kieselsteine. Hier sieht man mal, wie unser Gebirge aufgebaut ist, das Gestein. Und da sind immer Lücken mit bei. Und irgendwann bricht sowas dann auch mal zusammen. So, und daraus kann man dann so einen schönen Haufen machen. Schon ziemlich groß. Okay. So, da ist der Pfeil, muss ich jetzt hier rechts rum. Nicht da, sondern hier rum. Okay, weiter geht's. Erst mal was trinken. Ach, schon praktisch, ein Trinksystem. Da wird eine Trinkblase drin. Und da denkt man doch dann doch öfters dran, mal was zu trinken. Hier war nur eine Flasche drin, hatte ich einen, jedes Mal Rucksack abnehmen. Das macht man auch nicht. Ja. Das sieht gut aus hier, ne? Wurzeln so langsam freigelegt werden. Von Wind und Wetter. Ja. Dort drüben ist der kleine Viadukt. Den sieht man jetzt nicht so gut wegen den Bäumen. Aber da kommen wir noch mal in der Nähe her gleich. Aufbäumen hier ein bisschen, ne? Nicht, dass sich irgendwelche Leute beschweren hier. Wir könnten hier nicht hergehen.
Studentenfutter. Ein guter Energielieferant. Ich genieße gerade den Ausblick auf den kleinen Viadukt. Das zeige ich nochmal her. Da ist er. Ja, bis jetzt war es ganz schön. Muss ich sagen. Sehr entspannt zu laufen. Das Wetter ist eigentlich, kann man sagen, perfekt zum Wandern. Nicht zu warm, ist trocken. Ist ja wichtig. Ja, ich habe jetzt ungefähr roundabout 8 Kilometer hinter mir. Nicht ganz, glaube ich. Sprich, warten noch 13 auf mich. Ungefähr. Ja. Werde ich noch 2-3 Minuten sitzen. Dann geht's wieder weiter. Ja. Bis später dann. Der Sturm doch ganz schön gewütet in den letzten Tagen. Nicht schlecht. Ordentlich was passiert bei. So ist das halt in der Natur. Passiert das mal. Jetzt komme ich zum gefährlichsten Abschnitt des Wanderweges. Ich soll hier nämlich eine Straße überqueren. Und die meisten, die hierher fahren, die fahren hier wie die Besenkten. Machen wir da, wo man sieht. Hat euren Helm verloren. Wie passiert denn sowas? Ja, seht das.
kommt wieder ein Auto. Meine Güte. Jetzt aber schnell hier, bevor das nächste kommt. Machen wir hier noch eine schöne Treppe runter. Genau, passt. So, geschafft. Weiter geht's.